Hallo, wir spielen heute wieder Assassin's Creed Black Flag. Ja, heute sind wir ein bisschen nah auf Schleichtour. Und ich versuche jetzt hier echt die ganze Zeit diesen Mist dahin zu kriegen. Und ich krieg's einfach nicht hin. Ich krieg's halt echt nicht hin und das regt mich jetzt langsam echt auf. Weil ich darf halt keinen killen. Ah, zum Glück bin ich hier gespawnt, ey. Ich darf nämlich hier überhaupt keinen killen. Ich darf keinen killen und ich darf halt eben nicht entdeckt werden. Zwei Sachen, die bei mir in diesem Spiel fast unmöglich sind. Yes, es geht. Wir sind an etwas dran. Ich spüre es. Captain Kenway? Wo ist der Assassine, Duncan Walpole? Tot und begraben, nachdem er mich umbringen wollte. Wir betrauern seinen Tod bestimmt nicht. Doch ihr wart es, der seinen letzten Betrug vollendete. Warum? Mir ging es nur ums Geld. Soll mich das etwa besänftigen? Ihr tötetet unsere Brüder und Schwestern in Havanna. Er hat den Sinn, Mentor. James sagte mir, ihr hättet mit den Templern paktiert. Saht ihr den Mann, den sie den Weisen nennen? Ei. Würdet ihr sein Gesicht erkennen, falls ihr es wieder seht? Ich schätze schon. Ich muss sicher sein. Kein Wort. Komm mit. Okay. Oh, Mission schon abgeschlossen. Naja, Schatzkisten haben wir nicht ganz hingekriegt. Egal. Spielen wir jetzt trotzdem mal weiter. Du hast mich heimtückisch in diese Lage gebracht, Kate. Was um alles in der Welt war das für ein Witzbold? Atabai. Ein Assassine. Und mein Mentor. Dann ist das alles so eine Art Religion? Wir Assassinen folgen einem Credo, ei. Doch es gebietet uns nicht, was wir tun und lassen sollen. Nur weise zu sein. Oh, erzähl davon. Das würde ich gern hören. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Das einzig sichere in dieser Welt. Alles ist erlaubt. Das hört sich doch gut an. Denken, was ich will und handeln, wie ich will. Du klapperst sie nach, doch du begreifst die Worte. Spiel nicht den Hochmütigen. Ja, komm. Der Weg voraus ist blockiert. Ja, der Weg voraus ist blockiert. Habe ich nicht mitbekommen. Der Weg voraus ist blockiert. Das ist eine Tür, denke ich. Ei. Und es muss einen Weg geben, sie zu öffnen. Ein Mechanismus irgendwo. Eine Art Winde? Die Blöcke da oben. Versuch sie zu bewegen. Ach so, da muss ich hinkommen. Okay, alles klar. Okay. Die Blöcke da oben sehen aus. Ah, dachte Kenway. Das sind doch keine Schiffswanden. Also wart ihr es, die die Templer gejagt haben, hä? Bis du kamst und alles verbockt hast, haben wir sie gejagt. Wir hatten sie am Schlafittchen.
Doch nun haben sie die Oberhand. Ach, hier, Kitty ist ja also ein kleiner Assassin, okay. Der Türmechanismus funktioniert nicht. Suchen wir einen anderen Weg. Folge mir, Mann! Spring! So, der sollte jetzt vielleicht mal ein bisschen Gas geben. So, schnell Luft tanken. Bekommst du noch Luft, hä? Genug, um dich zu verfluchen, Kid. Weil später kann man irgendwie auch mit so einer Tauchglocke im Meer rumtauchen und so. Das kann man alles hier machen. Das ist echt ziemlich cool. Das muss ein sehr wertvoller Schatz sein. Ein Schatz. Richtig. Was immer am Ende dieses Weges wartet, ist hoffentlich die Mühe wert. Das hängt wohl von dir ab. Wie das? Was ich dir zeigen möchte, könnte dir den Kopf verdrehen. Ich kann nur hoffen, dass du den Schock verkraftest. Ich komme schon zurecht. Natürlich können wir hier wieder nicht hochklettern. Ey, sag mal, ist der eigentlich total bescheuert, der Kenway? Ich glaube, es hackt bei dem, ey. Meine Güte, ey. Geht doch. So, jetzt klettert auch endlich mal hoch, du kleiner Fratz, ey. Kann man da hinten rüber? Ah, so geht doch. So. Meine Güte. Den Tempel erreichen. Machen wir das doch mal. Das ist alles? Der große Preis, den ich für deinen Mentor ansehen soll? Sieht nicht aus wie der Mann, den sie den Weisen nennen. Tut mir leid. Hey, spring nicht gleich aus dem Hemd. Ein Rätsel müssen wir noch lösen. Diese Statuen sind wie die von vorhin. Jedoch mit eingravierten Bildern. Auf dem Boden sind auch Bilder eingraviert, aber nicht dieselben. Dann muss es eine Verbindung geben. Aber welche? Kann man hier irgendwas machen? Zwischen den Bildern auf den Statuen und denen auf dem Boden. Erkennst du es? Ei. Die einen sind Raubtiere, die anderen Beute. Welches Raubtier passt zu welcher Beute? Das ist die Frage. Ach so, ja, okay, das ist das gucken. Ist die Verbindung. Das Raubtier zur jeweiligen Beute. Ja, okay. So. Aber das war ja easy. Und jetzt? Also. Ach, das war's noch nicht. Okay. So. Jetzt müssen wir hier noch schnell das da runter machen und dann haben wir es gleich. Vielleicht sind diese Steine Gegengewichte. Ja, vielleicht. So. Jetzt brauchen wir das hier noch. Kann er mal drauf gehen? Da. So. Einmal das hier drauf. Genau. Und jetzt noch das letzte.
Naja, aber wirklich schwer war das Rätsel jetzt nicht. Bei Gott, das ist der Weise. Doch dieses Ding muss hunderte von Jahren alt sein. Viel älter. Ist er es sicher? Ei. Deine Augen verraten ihn. Sagten die Templer, wozu sie den Weisen brauchen? Sie füllten etwas von seinem Blut in ein Glasgefäß. So wie dieses hier? Ei. Sie wollten ihn auch wegen des Observatoriums befragen, doch er entkam. Wir sind fertig hier. Okay. Krass. Crazy shit, man. Was zum Teufel war das da hinten? Jim! Schweig! Die Statue in diesem Tempel, war das der Mann, den ihr in Havanna saht? Aus dem Gesicht geschnitten. Dann wurde ein weiterer Weiser gefunden. Der Wettlauf um das Observatorium beginnt von Neuem. Flüstern wir deshalb? Das ist nur eure Schuld, Captain Canway. Die Karten, die ihr den Templern verkauft habt, führten sie direkt zu uns. Und nun wissen die Agenten zweier Reiche, wo genau wir operieren. Überlass das mir, Mentor. Sie haben auch Edwards Crew gefangen. Ich frage mich, was ihm ihre Leben wert sind. Okay. Nimm dies. Erregt keine Aufmerksamkeit und kostet weniger Leben. So, was haben wir jetzt bekommen? Blasrohr. Ist ein lautloses Fernkommen. Schlaf oder Berserkerpfeile. Okay. Ich glaube, dann haben wir beides. Ja, ich glaube, wir haben beides. Jetzt kannst du dein Blasrohr ausprobieren. Schnell. Leise und effektiv, nicht? Hast du den Tempel gesehen? Ziemlich groß. Ei, frag mich, ob er voller Gold und Jade ist. Otsilesh. Totschpachesh getelguniko mak abetkachli. Muss er wohl, oder nicht? Wo haben die Spanier es sonst her? Ich dachte, die graben danach. I've got a good line on him. He's in mis sights. Sehr schön. Hab Dank, aber keine Vergebung. Die Soldaten kamen mit diesem Sklavenhändler, Laurenz Prinz Kassel. Okay, hier ist auch noch ein schöner Aussichtspunkt. Hier auch schon mal einen Überblick. Gib auf, Mann. Du kannst uns nicht das Wasser reichen. Pest und Cholera, wenn uns das nochmal passiert.
Oh shit. Wer hat uns denn da jetzt gesehen? Machen wir mal Berserker-Fall, das wäre ja nochmal ganz witzig. Ja, schön. Können wir den von da? Da. Oh, sehr schön. Wenn wir den von da oben, wenn der da alles abschießt. Warum schießt er jetzt nicht die Leute ab? Doch, macht er doch, oder? Ja. Er schießt ein paar Leute ab. Und währenddessen können wir jetzt da unten noch so einen Typen ausschalten. Hold mine. Okay. Vielleicht danke ich dir später, wenn du es schaffst zu überleben. Jo, das machen wir. Alter. Erstmal haben sich hier echt die ganzen Assassinen umgebracht, ey. Diese Schweine. Okay, da vorne sind jetzt noch ein paar. Der mit uns kam. Was für ein Sauertopf das ist. Der Sklavenhändler Prinz. Ich hörte, er hat einen Kaperbrief von Governor Hamilton und dass wir ihn zuvorkommend behandeln sollen. Eine seltsame Verbindung. Dana Shimbaltehum Behel Erbektil Abinshibalba Akbaten. Hey, ich weiß nicht, was er jemanden sucht und wir sollen ihm dabei helfen. Jetzt kommen. Ist es Güte, die dich antreibt, oder Schuld? So, viele Wachen brauchen wir jetzt nicht mehr. Komm her. Hab mich nicht gemeldet, um alte Säcke herumzukutschieren. Du wurdest bald verpflichtet, du Tölpel. Gib auf, Mann. Du kannst uns nicht das Wasser reichen. So. Okay, jetzt haben wir's. Jetzt haben wir sie alle befreit. Wer ist da? Siehst du diesen räudigen Hund? Ein Sklavenhändler namens Lawrence Prinz. Er lebt wie ein König auf Jamaika. Der Bastard ist seit Jahren ein Ziel. Verdammt, fast hatten wir ihn. Bei Gott, dein Orden ist ein fröhlicher Haufen. Gerunzelte Stirn und finstere Blicke. Captain Kenway, ihr habt besondere Talente. Danke, Freund. So bin ich halt. Ihr seid grob und arrogant. Stolziert herum in einer Uniform, die ihr nicht verdient. Alles ist erlaubt. Ist das nicht euer Motto? Ich spreche euch von euren Fehlern in Havanna frei, jedoch seid ihr nicht willkommen hier. Oh, das ist mir nicht gut gelaunt. Wünscht es, wenn nicht so. Okay, Leute. Lustigen Haufen Freunde hast du da. Du verdienst Strenge, Edward. Stolzierst herum wie einer von uns und bringst unserer Sache Schande. Und was ist das? Eure Sache? Einfach gesagt, wir töten Menschen. Templer und deren Kumpane. Sie wollen alle Reiche auf der Welt kontrollieren. Und alles im Namen von Frieden und Ordnung. Klingt wie Ducasses letzte Worte. Siehst du?
Eigentlich geht es um Macht. Darum, Menschen zu beherrschen. Unsere Freiheit zu rauben. Noch eine Botschaft von einem deiner Freunde? Ei. Ich zeig's dir. Ja. Okay. Das haben wir jetzt auch alles abgeschlossen. Sehr, sehr schön. Ich weiß, dass dich unser Credo nicht beeindruckt. Würde dich der Anblick von Geld etwas aufgeschlossener machen? Wie immer. Dann übernimm diese Aufträge in der Karibik für uns und wir bezahlen dich. So einfach ist das. Okay, also Leute, ich würde sagen, mit diesem Erfolg werden wir jetzt auf jeden Fall mal die Folge beenden. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns ansonsten beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein. Tschüss.